So, und ein weiterer Part von Let's Play PES 2013. Es muss jetzt wirklich besser werden und wir stellen auch definitiv um. Denn das lasse ich mir nicht mehr gefallen. So, wir spielen heute mal mit einem ganz anderen System. So. Okay. Passt. Anstoß. Und jetzt muss heute wirklich mehr kommen. Wir gehen gleich ins Spiel. Los geht's. Scholes. Scholes, was eigentlich? Versucht die Gasse zu finden. Scholes, sag ich doch. Die Bräune. Nani. Heute muss ein Sieg her, definitiv. Definitiv muss heute ein Sieg her. Durch die Abwehr. Rooney. Die Chance. Nein, Rooney, das gibt's nicht. War auch schwer zu nehmen, muss ich dann doch zugeben. Nee. Und der Torwart ist zwar leicht zu besiegen, aber nicht so. Jetzt eventuell der Gegenstoß. Und jetzt Rooney. Er versucht die Lücke Welbeck zu finden. Der Ball kommt auf die Außenposition. What the fuck? Nani! Boah, wenn da Welbeck zur Stelle gewesen wäre. Kagawetz. Abseits, ja. Abseits. Form. Mit dem Abstoß. Welbeck. Geklärt. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Gaga, weil das gibt's nicht. Gegen Queen's Park schon dreimal und jetzt schon wieder geht es schon wieder weiter mit der Alu-Serie. Wir hätten schon 4 Tore mehr in dieser Saison, mindestens. Boah, er kommt zu. Boah, zum Glück. Ich hätte schon gemeint, jetzt klingelt's wieder. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass er macht. Ich hätte es nicht geglaubt. Er macht es aber. Rooney, wenn Rooney, jetzt wäre ein zweites Tor wichtig. Jetzt nicht immer. Ich hätte es nicht geglaubt hier, dass er hier trifft. Kagawa gut und dann ist er fast alleine vom Tor. Ich hätte es aber trotzdem nicht geglaubt, dass er von dieser Position aus trifft. 1-0. Jetzt müssen wir dann gleich noch ein Tor nachsetzen, sonst wird das nichts. Das war nichts. Von Swansea FC. Jetzt.
Kagawa. Raphael. Menu spielt heute viel besser wie als die letzten Male. Evra. Scholes. Nani. Ritten. Er versucht ihn da durchzuspielen. Er ist mit dabei. Er versucht's nochmal. Es gibt's nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Bin ich zu dumm dazu? Wieso kriegen wir so viel Gegentore? Liegt es an Torhüter? Ich hoffe jetzt einen neuen Torhüter. Boah, Rooney. Wir sind definitiv mit dem Unentschieden nicht zufrieden. Aber es kann nicht sein, dass wir da immer hinten liegen oder immer dann den Ausgleichstreffer kriegen. So schnell aber auch immer. Ey, der. Ach komm. Ich hätte gerne Ecke. Ich hätte gerne Ecke. Was macht denn Welbeck? Was machen wir nur? Ja, mit dem Team bin ich zurzeit überhaupt nicht zufrieden. Werde jetzt dann in der Winterphase wirklich umstellen. Kagawa. Jetzt sind 10 Ballbesitz. Rooney. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Die Tür ist offen. Jetzt kann er nochmal draufhalten. Es gibt's nicht. Was hält denn der alles? War auch schon letztens. Im letzten Spiel. Was halten die Torhüter alles hier? Und meiner hält irgendwie nichts. Okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber. Im Vergleich, Rooney. Pfeif halt nicht ab, wenn ich im Angriff bin. Das kannst doch nicht sein. Ach ja. Pablo. Goa. Jones. Ist fürs nächste Champions League Finale ja, fürs nächste Champions League Spiel ja gesperrt. Boah. Was ist denn? Das Spiel regt mich langsam auf. Ferdinand mit der gelben Karte. Und jetzt Freistoß. Da ist die Flanke. Nani. Welbeck. Wohin? Kommen Sie jetzt durch? Scholes. Raphael. Aber wohin? Die stellen die Lücken so gut zu, Rooney. Das ist eine gute Chance. Da ist die Möglichkeit. Schon wieder, das gibt's nicht zum zweiten Mal in dem Spiel. Letztens auch schon dreimal. Der Pfosten ist nicht unser Freund. Definitiv nicht.
macht er drauf. Einwurf. Der Ball ist draußen. Nani. Und jetzt Rooney. Und jetzt Welbeck. Und jetzt Rooney. Wie ist es abseits? Ich hab... Nee, ich versteh's nicht. Drei Punkte sind so wichtig und ich wechsle jetzt aus. Rooney geht, Van Persie kommt, ist mir jetzt sowas von egal. Ganz einfach. Ganz einfach. Einwurf. Er hat ihn. Jetzt kann er es probieren. Was? Ein Schuss, aber doch. Oh, Van Persie. Ich zerlege jetzt hier dann gleich irgendwas. Das kann es nicht sein. Er hat ihn verdattelt. Schon wieder. Wir brauchen hier drei Punkte. Wir bräuchten hier wirklich drei Punkte. Scholes. Van Persie. Nani. Was macht er? Wie mich das Spiel jetzt aufregt. 25 Minuten noch. Aber mit Van Persie ist das die richtige Entscheidung. Der bringt frischen Wind in die Partie. Ach komm. Okay, wir haben Ball. Keiner der Mitspieler kann sich frei laufen. Er bekommt den Pass in guter Position. Gutes Zweikampfverhalten und jetzt ist er in einer. Boah, ich wäre jetzt ausgeflippt. Wir wechseln jetzt da gleich nochmal aus. Chicharito wahrscheinlich dann für den Kagawa, ich weiß es nicht. Wohin? Ja, wir stellen um. Wir tun Scholes raus. Chicharito, ziehen wir den Rest ein bisschen nach hinten. Und tun dann nochmal Valencia rein. Dann ist es vorbei, wenn der Ball trifft. Wenn der Ball sitzt, dann ist es vorbei für uns. Und jetzt Javier Hernandez. Und bitte. Und damit bleibt es. Dann sind wir am Boden. Es läuft die Schlussphase. Sie sind mit dem Unentschieden nicht einverstanden. Sie drängen auf den Pablo. Und dabei machen sie Fehler. Vielleicht liegt sie an den Nerven. Da ist er dran. Nani. Nicht auf Van Persie. Chicharito, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Zum dritten Mal in dem Spiel. Ja, und er verliert ihn. Das gibt's nicht. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Hau ihn rein!
ist das für Sie? Auf Holz klopfen. Sie haben ihn richtig gehend zu diesem Tor eingeladen. Ja, das Thumbnail mache ich im Torpfosten. Ist mir egal. Dreimal schon wieder an dem Pfosten. Letztes Mal auch schon dreimal. Das gibt's nicht. Das ist die Führung. Der Typ hat's einfach drauf. Und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Jetzt heißt es einfach nur noch Konzentration zeigen. Konzentrieren. Volle Konzentration. Dann dürfte das gegessen sein. Er versucht ihn da durchzuspielen. Und abseits. Okay, das bringt Zeit. Wobei mir jetzt ein 3-1 besser gefallen würde. Nur mal für die Nerven. Solange wir in der gegnerischen Hälfte sind, können sie kein Tor schießen. Aber es ist halt ein Eigentor. Aber das wäre mir auch recht. Pfeif das scheiß Spiel ab. Ja! Endlich mal wieder ein Sieg, obwohl es kein glorreicher war. Ja, am Ende zählt der Sieg. Auch wenn es kein glorreicher war. Ja, und wir 4 Punkte hinter dem ersten. Boah, spannend. Und jetzt dann gegen Newcastle United. Das aber dann wirklich erst im nächsten Part. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Okay. Und dann sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Klepperty.